Heute machen wir Kaninchen in Schwarzbier. Ich habe hier meine Gewürze drin. Ein paar Pimentkörner, Wacholderbeeren und schwarzen Pfeffer. Alles ungemahlen. Dann habe ich hier noch ein paar Lorbeerblätter. Dieses stoße ich jetzt grob. Also nicht fein mahlen, sondern nur so ein bisschen anstoßen, dass die Körner aufplatzen. Dann habe ich jetzt hier meine Kaninchenteile. Ich habe jetzt auch schon den Bräter genommen, in dem ich die nachher auch braten werde. Das muss nicht unbedingt sein. Ihr könnt auch einen Eimer nehmen oder irgendein Tupper-Gefäß. Hier meine vorderen Läufe, die Blätter. Hier die Keulen und den Rücken. Über dieses gebe ich jetzt einfach meine Gewürze. Und darüber mein Schwarzbier. Ich verwende jetzt dieses Porter Schwarzbier, das ist relativ süß. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Schwarzbier nehmen. Ich habe jetzt hier so viel Schwarzbier drin, dass das alles gut bedeckt ist. Dieses werde ich jetzt mindestens einen Tag kühl stellen, besser zwei Tage oder vielleicht sogar drei Tage. Ich habe die jetzt zwei Tage hier in der Bierbeize gelagert, ab und zu mal gedreht. Jetzt nehme ich meine Kaninchenteile aus der Bierbeize und brate diese anschließend mit Speiseöl oder Butterschmalz gut an. Kleiner Tipp, damit es nicht ganz so spritzt, tupft die Teile vorher trocken und seht zu, dass ihr solche Pfefferkörner oder Gewürzanhaftungen entfernt, weil die würden beim Anbraten verbrennen. Sobald die jetzt ein bisschen Farbe gekriegt haben, wenden Wenn meine Kaninchenteile jetzt Farbe bekommen haben, dann werden sie rausgenommen. In gleichem Fett brate ich jetzt mein gewürfeltes Gemüse an. Und auch meine Zwiebeln. Zwiebeln habe ich mit Schale gewählt, also nicht schälen. Nur eben, wenn jetzt wie hier so leicht schimmelige Sachen dran sind. Das muss natürlich raus. So, dieses wird jetzt auch angebraten, bis es richtig schön Farbe hat. Sobald mein Gemüse so ein bisschen Farbe bekommen hat, gebe ich meinen Tomatenmark dazu und röste dieses auch mit. Jetzt kommt als nächstes mein Salz zu, weil wir hatten ja auch in der Beize kein Salz drin, weil das Fleisch soll ja nicht gepökelt werden, sondern sollte nur den Geschmack des Bieres aufziehen. Hier jetzt Salz zu, weil dann kann das Salz schon anfangen, so ein bisschen Wasser aus dem Gemüse zu ziehen. Und immer weiter leicht rösten, dass sich da schön viele Röststoffe entwickeln. Rösten heißt nicht anbrennen lassen. So, ich bin jetzt der Meinung, da haben sich genug Röststoffe gebildet.
Jetzt verteile ich das alles schön auf den Boden, dass es eine einheitliche Fläche gibt, und gebe meine Kaninchenteile dazu. Und gieße anschließend mit der Schwarzbierwalze, die ich also hoffentlich nicht weggekippt habe, auf, so dass die Teile fast bedeckt sind. Dieses lasse ich jetzt bei milder Hitze, so dass ab und zu mal so eine Blase hochkommt, leicht köcheln, also man nennt es simmern. Ungefähr so 3 Stunden wird es brauchen. Ich werde den Deckel zwar rauf machen, ihn aber nicht ganz schließen, sodass auch ein bisschen von dem Schwarzbier oder von dem Schwarzbiersud was verdunsten kann, welches ich dann immer wieder nachgieße. Also ich werde den ganzen Sud mehr oder weniger für die Soße und zum Schmoren verwenden. Zu Anfang wird sich so ein Schaum bilden. Das ist ganz normal. Das sind Eiweißstoffe aus dem Fleisch, beziehungsweise auch noch Restkohlensäure vom Bier. Diesen Schaum auf keinen Fall abschöpfen, weil es ist der reine Geschmack mehr oder weniger. Wie ich vorhin erwähnt habe, schließe ich den nicht ganz, sondern lasse hier so einen leichten Spalt offen, dass ein Teil der Flüssigkeit entweichen kann. Mal so ein kleiner Zwischenbericht nach einer Stunde ungefähr. Es hat jetzt hier 4 Stunden vor sich hingesimmert. Ich habe jetzt probiert, die Fleischteile sind also weich. Die werden jetzt rausgenommen. Hier habe ich jetzt die essbaren Teile, oder zumindest die ich essen will. Hier drin ist noch Kopf, Bauchlappen und hier hinten ist noch ein Stück vom Becken. Das lasse ich in der Soße jetzt drin oder in dem Bier. Jetzt werde ich das Bier oder die Biersoße weiter aufkochen, um sie zu reduzieren. Sollte jetzt noch von der Weize, also von dem Schwarzbier, was übrig sein, auch ruhig mit reinkippen. Dieses reduzieren wir jetzt auf circa die Hälfte, einfach bei milder Hitze so 20 Minuten, eine halbe Stunde kochen lassen. Wenn die jetzt ordentlich einreduziert ist, bei mir ist es ungefähr gut ein Drittel bis fast die Hälfte, gebe ich alles durch ein Sieb. Warte eine Weile, bis sich alles gesetzt hat, also bis die sämtliche Saft durchgelaufen ist. Drücke eventuell noch mit so einem Holzstab so ein bisschen nach. Also nicht Holzstab, sondern so ein Stampfer. Und drücke damit durch dieses extrem feine Sieb auch noch Bestandteile von dem Gemüse rein. Das dickt die Soße gleich nochmal so ein bisschen zusätzlich an. Wenn die Soße jetzt zu fett ist, kann jetzt natürlich noch mit der Kelle das Fett oben so ein bisschen abschöpfen und zum Beispiel für den Rotkohl verwenden. Sollte der noch nicht fertig sein. Jetzt nochmal ein kleiner Trick, da man ja nicht immer nur das Fett erwischt, sondern auch Soße mit, macht man folgendes, stellt das Glas einfach in ein kleines Gefäß, kippt dann langsam euer abgeschöpftes rein und wenn es überläuft, läuft natürlich zuerst das Fett über. Seht ihr? Jetzt ist praktisch alles Fett raus und unten ist nur noch Soße drin.
Und dieses kippen wir natürlich jetzt wieder zurück. So, jetzt habt ihr noch ein paar kleine Fettaugen hier drin. Ihr seht, sämtliches Fett oder fast alles Fett ist in der Schale drin. Die Soße jetzt kippen wir einfach in unserem Bräter zurück. Geben einfach ein bisschen Creme fraiche dazu. Also bei der Menge nicht ein bisschen, sondern ruhig hier so ein 200 Gramm. 200 Gramm Becher. Übrigens Rezepturen bei mir immer in der Infobox. Dann einfach mit dem Schneebesen oder mit hier so mit so einem Zauberstab glatt rühren. Jetzt einfach noch mal kurz aufkochen lassen und einfach die Kaninchenteile wieder reinlegen. Sowas kann man auch wunderbar einen Tag vorher vorbereiten und nachher einfach alles, so wie es ist, kurz bevor man es servieren will, also eine halbe Stunde vorher, einfach bei 200 Grad kurz in den Backofen stellen. Dann ist es auch wunderbar warm. Wer die Soße jetzt ein bisschen dicker haben will, nimmt sich einfach von dem Gemüse und reibt hier noch ein paar feste Bestandteile rein oder dickt die Soße mit einem Stück kalte Butter an. Natürlich bevor die Hasenteile drin sind. Die Kaninchenteile, Entschuldigung. Wenn ich hier jetzt Teile habe, wie hier ein Stück Hals oder so, welches ich nicht unbedingt jetzt so auf den Tisch stellen will, da pule ich einfach das Fleisch ab und gebe es jetzt einfach mit hierzu. Natürlich kann man auch die kompletten Teile abpulen. Das heißt, den Rücken abpulen, die Keulen abpulen, die Vorderläufe abpulen und dann in der Soße erwärmen. Ich habe es aber ganz gerne, wenn ich immer sehe, noch was es mal für ein Stück Fleisch war. Deswegen mache ich das also nicht. Hier seht ihr jetzt meinen fertigen Kaninchenbraten in der Schwarzbiersoße. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben, hinterlasst diese bitte in den Kommentaren. Ich werde zusehen, dass ich diese möglichst bald für euch beantworte. Danke sehr.